Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich natürlich wie immer sehr, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass es euch gut geht. Ich bin gerade schon in der Küche. Ich bereite unser Mittagessen für heute zu. Ich mache Chili Sin Carne, aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Aber darüber möchte ich heute gar nicht mit euch reden, sondern ich möchte mit euch über das Thema Ernährung reden und möchte euch ein bisschen davon erzählen, warum ich auf tierische Produkte in meiner Ernährung verzichte bzw. nur sehr, sehr wenige davon benutze. Ja, ich glaube, einer der aller wichtigsten Gründe, warum ich auf Fleisch verzichte, ist tatsächlich unsere Umwelt. Und den meisten von uns ist das überhaupt gar nicht bewusst, denn es wird immer nur von Diesel, von Kohleausstieg und von vielen anderen Umweltverschmutzungen gesprochen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Landwirtschaft mit unseren Tieren einen so enorm hohen CO2-Ausstoß hat, dass man sich das wirklich überhaupt nicht vorstellen kann. Es wird wenig darüber geredet, finde ich sehr schade. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, warum dieses Thema immer in den Hintergrund gerückt wird. Aber mir persönlich geht es dabei auch nicht nur um die Umwelt. Was für mich persönlich auch ein sehr wichtiger Grund ist, auf Fleisch zu verzichten, ist die Massentierhaltung. Und ja, ich kann eigentlich nur dazu sagen, solange dieses Billigfleisch in den Discountern, in Aldi, Lidl für, keine Ahnung, das Kilo 1,99 Euro angeboten wird. Solange das so ist, wird sich auch in der Massentierhaltung nichts ändern. Natürlich gibt es auch Biobetriebe, die eine konventionelle Land- und Viehwirtschaft betreiben. Das ist ja auch alles schön und gut. Davon gibt es allerdings viel zu wenige und ich finde einfach, dass diese Massentierhaltung nicht, dass man das nicht unterstützen darf. Ich meine, wir hören das ja sowieso überall. Die Antibiotikaresistenz nimmt immer mehr zu und auch die Massentierhaltung stellt meiner persönlichen Meinung nach da auch ein Riesenproblem dar, da diese Tiere mit Antibiotika gefüttert werden. Wir essen es wieder und ja, es bleibt in unserem Körper zurück und natürlich hat es auch keinen guten Effekt auf unseren Körper. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist das Fleisch. Gerade rotes Fleisch hat ein sehr, sehr hohes Entzündungspotenzial und da geht es mir persönlich dann wieder um meine eigene Erkrankung, um meine Endometriose. Endometriose ist ja sowieso eine chronisch entzündliche Erkrankung und daher versuche ich einfach meinen Körper so frei es geht von Entzündungsherden freizuhalten, auch von Nahrungsmitteln, die eventuell entzündungsfördernd oder entzündungshemmend sein können, versuche ich dadurch auch aus meiner Nahrung komplett zu streichen. Das ist übrigens auch eine Empfehlung, die ich wirklich jedem mit einer entzündlichen Erkrankung geben kann, einfach darauf zu achten, die Nahrung so abzustimmen, dass entzündungsfördernde Nahrung oder Potenziale gar nicht erst vorkommen. Ich glaube, der letzte Punkt und das ist so der witzigste Punkt eigentlich ist, warum ich kein Fleisch esse. Es schmeckt mir einfach nicht. Es schmeckt mir tatsächlich, es hat mir noch nie geschmeckt. Ich kann mich schon als Kind erinnern, dass ich zu Hause den Teller nie aufessen wollte. Mir hat Fleisch einfach noch nie wirklich gut geschmeckt. Ich fand es irgendwie schon immer eklig. Ich kann auch nicht genau sagen, warum. Ich tue auch niemanden verurteilen, der Fleisch isst. Ich finde nur, dass wenn man Fleisch essen will, sollte man wirklich schauen, wo kommt mein Fleisch her? Habe ich vielleicht ein Biobauern direkt um die Ecke, kann ich mein Fleisch dort bestellen. Ich finde es einfach wichtig, sich zu vergewissern und auch zu wissen, dass das Fleisch wirklich eine gute Qualität hat, eine Bio-Qualität hat, dass das Tier wirklich gut gelebt hat. So, ich habe euch jetzt wirklich eine Menge zum Thema Fleisch erzählt und jetzt möchte ich einen kleinen Übergang zum Thema Milch machen. Und da muss ich wirklich sagen, glaube ich, dass das tatsächlich das schwierigere Thema als Thema Fleisch ist, weil ich glaube, dass es vielen Menschen gar nicht so schwer fällt, auf Fleisch zu verzichten. Aber ich glaube, dass es vielen Menschen schwer fällt, auf Milch, Sahne oder solche Produkte zu verzichten, mit denen man auch, sag ich mal, relativ gut kochen kann. Ich glaube aber, dass ich für mich zum Beispiel die perfekte Alternative gefunden habe. Meine Alternative zu Milch oder Sahne sind Nüsse. Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen komisch gucken und denken, was will die denn mit Nüssen?
Tatsächlich ist es super einfach, aus Nüssen Nussmilch oder Nusssahne herzustellen. Und ja, dazu möchte ich euch jetzt ein ganz kleines Video einblenden, in dem ich euch zeige, wie ihr ganz einfach und schnell eure eigene Nussmilch oder Nusssahne herstellen könnt. Im Video sehen, Nussmilch oder Nusssahne herzustellen ist wirklich super einfach. Ihr braucht einen Hochleistungsmixer, ihr braucht Nüsse und ihr braucht Wasser. Welche Nüsse das sind, ist auch wirklich vollkommen egal. Ihr könnt aus Cashews Nussmilch machen, ihr könnt aus Mandeln Nussmilch machen. Also ihr habt wirklich eine super große Auswahl an Nüssen. Jetzt aber natürlich zur wichtigsten Frage, warum solltet ihr auf Milch oder Sahne verzichten? Einfach gesagt, niemand muss auf irgendetwas verzichten, was er gerne isst oder trinkt, aber es ist auf jeden Fall die gesündere Alternative. Aber auch hier gilt wirklich genau das Gleiche. Ich empfehle auch hier allen Leuten mit einer chronisch entzündlichen Erkrankung. Genau, das Essen ist fertig. Ich empfehle allen mit einer chronisch entzündlichen Erkrankung auf Milchprodukte, soweit es geht, zu verzichten. Es gibt verschiedene Käsesorten, die enthalten wirklich super wenig Laktose. Bei denen ist es überhaupt nicht bedenklich, wenn ihr die ab und an mal esst. Das tue ich auch selbst. Ich habe da auch überhaupt keine Probleme mit. Allerdings ist es euch vielleicht auch schon aufgefallen, dass es immer mehr Menschen gibt, die ein Problem mit Laktose haben. Ich habe tatsächlich eine nachgewiesene Laktoseintoleranz. Das ist auch für mich der Hauptgrund, warum ich auf Milch und solche Produkte verzichte. Aber auch sehr, sehr viele Menschen, die keine nachgewiesene Laktoseintoleranz haben, haben nachweislich ein Problem mit Milchprodukten. Und ich habe zum Thema Milchprodukte, laktosehaltige Produkte auch eine ganz eigene Meinung. Und ich möchte das jetzt auch noch mal kurz zwischendurch anmerken, dass ich hier meine persönliche Meinung vertrete. Ich möchte niemanden von meiner Meinung überzeugen. Ich möchte euch einfach nur, ja, vielleicht mein Hintergrundwissen vermitteln, damit ihr euch das auch vielleicht ein bisschen besser vorstellen könnt. Wenn man sich die Geschichte einfach mal genau anschaut, dann wird man nämlich sehen, dass der Mensch das einzige Säugetier auf unserem Planeten ist, das über die Geburt hinaus Milch oder ja, Milchprodukte zu sich nimmt. Denn wenn man sich die Milch mal genauer anschaut, ja, ich sag jetzt einfach mal die Kuhmilch, dann ist es einfach so, das ist eine Wachstumsmilch, die ist für Kälber gedacht, was dieses Kalb auch in dem Moment auch tatsächlich braucht, weil in dieser Milch sind Wachstumshormone, da sind viele, viele Dinge drin, die ein Kalb zum Wachsen benötigt, aber ja, ein ausgewachsener Mensch an sich braucht eigentlich überhaupt nichts, was in dieser Milch drin ist. Und lasst euch auch bitte nicht sagen, dass man Milch zum Beispiel zu sich nehmen sollte wegen Osteoporose und wegen den Knochen. Das ist wirklich total irreführend. Kein Mensch auf dieser Welt braucht Milch, um zu überleben. Und wenn ich jetzt nochmal zum Thema Endometriose zurückkomme,
komme, dann ist es nämlich auch bei Endometriose genauso mit der Milch. Ich höre das auch wirklich von sehr vielen bekannten Freunden und Klienten, dass auch gerade Frauen mit Endometriose immer sehr, sehr große Probleme mit Milchprodukten haben. Deshalb auch von mir der Tipp, lasst es weg, verzichtet darauf, sucht euch wirklich eine bessere Alternative. Es gibt so viele schöne Alternativen für Milch. Ich werde euch natürlich auch ganz, ganz viele in meinen Food-Videos zeigen. Aber generell sollten sich gerade Frauen mit dieser Erkrankung Endometriose wirklich eine bessere Alternative als Milch suchen. Und was ihr natürlich auch nicht vergessen dürft, ist, wenn ihr euch vegan ernährt, müsst ihr euren Vitamin B12-Speicher von selbst substituieren. Das heißt, ihr bekommt ja keinerlei Vitamin B12 durch eure Ernährung zugeführt, denn wirklich eine richtig gute Vitamin B12-Quelle sind eigentlich nur tierische Produkte. Und wenn ihr die nicht esst, wird es euch auf jeden Fall passieren, dass ihr in den B12-Mangel kommt. Und deshalb dürft ihr nicht vergessen, euch solche Vitamin B12-Tropfen zu besorgen. Ihr könnt euch natürlich auch Kapseln oder andere Substitutionsmöglichkeiten suchen. Ich habe für mich diese Tropfen hier gefunden. Ich finde, die sind wirklich super praktisch. Das ist hier so eine kleine Pipettenflasche und man braucht nur 2 Tropfen am Tag und das Ganze hält, ja, ich glaube, über ein Jahr hält diese Flasche und die kostet, ich glaube, 15 Euro. Also es ist wirklich relativ günstig und man ist richtig, richtig gut versorgt. So ihr Lieben, ich habe mein Essen soweit vorbereitet. Jetzt geht es für mich an den Herd und es geht so richtig los. Deshalb werde ich das Video an diesem Punkt beenden. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja selbst schon länger überlegt, auf Milchprodukte oder auf Fleischprodukte zu verzichten. Und ja, vielleicht konnte ich euch mit diesem Video auch nochmal den nötigen Anstoß dazu geben. Was ihr euch vielleicht auch nochmal vor Augen halten solltet, ist, dass es tatsächlich so ist, dass wir das meiste Protein gar nicht aus Fleisch beziehen, sondern wirklich aus verschiedenen Hülsenfrüchten. Was ich im Grunde einfach sagen will, wir brauchen kein Fleisch, wir brauchen keine Milch, um uns wirklich ausgewogen zu ernähren. Das geht mit so vielen wunderbaren Alternativen ganz einfach. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen dicken Daumen nach oben. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Resttag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.